Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir fahren heute wieder eine kleine Runde Supermoto um Gardasee. Wollen gleich hoch zur Käserei, mal den Berg ein bisschen da in der Gegend hoch und zu so einem Landeplatz. Na, einfach mal gucken, was so passiert. Und das Witzige ist, Nico hat mich angeschrieben. So, er ist auch am Gardasee auf ganz spontan. Und ja, den treffen wir gleich noch. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal alle eine Runde zusammen und schauen mal, was hier so abgeht. Es muss so laut sein für den Radfahrer, wenn wir hier durchfahren. Junge. Alter, das ist laut. Oh, geil, so eine 50er hier. Was ist jetzt passiert? Mein Schalthebel. Ja, der fällt gleich runter. Junge, ich glaube, ich habe die Schraube verloren. Ich glaube, ich verliere meinen. Ja, aber die, ja, der hängt da noch, aber ich habe Angst, den zu verlieren. Oh Mann. Ich halte einfach den Schalthebel mit dem Fuß die ganze Zeit fest, dass er nicht runterfällt. Ich hoffe, die Schraube ist nicht weg. Sonst habe ich echt das Problem heute mit Fahren. Boah, hier kann man nirgends wo anhalten, ne? Ja, aber wirst du bestimmt gleich was kommen, oder? Boah, ich fahre jetzt den letzten Gang. Und wenn wir gleich in die Stadt fahren, wird das halt echt kritisch. Ich kann nicht runterschalten. Oh Gott. Nee. Nee. Oh Mann. Hier. Okay. So Leute, Daumen drücken, dass das nicht kommt. Im Arsch ist alles. Nee, sie ist noch da. Du musst sie nur festdrehen. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Alter, wie kann man... Wie kann man... Meine Schraube ist so lose, dass mein Schalthebel einfach runter ist. Digga, ich habe die Schraube nicht verloren. Alter, was für ein Glück. Oh, und Mann. Jetzt wieder. Was kommt da? Achterlos oder so? Ja. Alter, die ist so lose. Ja. Alter, ich hab so Glück wieder. Alter. Top gepflegtes Zwei. Nico hat bestimmt Werkzeug dabei. So, ja, locker. Nico hat immer Werkzeug dabei. Ja, das wird schon. Hoffentlich. Vor allem, dass wir auch so den ersten Dings nicht gelernt haben. Das passiert mir aber auch, dass ich Schrauben verliere, also. Ja, okay. Dann können wir jetzt weiterfahren, würde ich sagen. Oh Gott. Alter, dass ich die Schraube nicht verloren habe, ne? Oh, ja, da links. Sind sie. Ah, da ist der Nico. Jetzt hoffen wir mal alle, dass er Werkzeug dabei hat. Ja, ach, hat er bestimmt. Du hast doch bestimmt Borg-Werkzeug dabei, oder? Eine Achternuss. Was? Du hast nichts mit? Hast du nichts dabei, um was festzudrehen? Oder den Torx? Du hast kein Werkzeug dabei. Ach Mensch, damit habe ich jetzt richtig gerechnet. So Leute, wir haben jetzt hier netterweise Bordwerkzeug bekommen. Jetzt können wir das hier festmachen. Ey, so Glück gehabt, dass die Leute, dass sie gerade Deutsche treffen, die auch Bordwerkzeug dabei haben. Genau wie das letzte Mal mit Annika. Ja. So nett, eigentlich müssen wir uns echt mal was einpacken. Ja. Geht ja nicht, dass wir mal was schnorren müssen. So, meine Karre ist soweit wieder fertig. Ist halt Nico. Dachte gerade, er hat hier irgendwie so einen Slick drauf oder sowas. Aber der hat einfach gar kein Profil mehr. Hier, da sieht man, da war mal was. Sehr gut, jetzt hast du Slick oder wie? Aber richtiger Sparkfuchs. Ja, da musst du die Saison noch aushalten. Ja, ach, der hält das noch. Hier ist ja noch Profil und da ist noch ein bisschen Profil. Kannst du locker noch fahren. So, jetzt kommen noch andere Leute, die kennen wir alle nicht. Ich glaube, die haben mir geschrieben, wir fahren. Und ach so. Oh. Oder wie man es in Italien ist, einfach reinfahren langsam. So. Ja, ja, du bis jemand anhält. So ein bisschen so, hallo, ja, ja, bitte anhalten. Ja, hallo, perfekt. Sehr gut. Man muss einfach fahren hier. Ja. Sonst geht das nicht. Man muss ein bisschen so sein wie die Italiener. Einfach fahren. Das wäre das Letzte, was ich machen würde, wo ich Schluss hätte, ne? Ja. Also Berg runter, ja. Aber ich fahre doch nicht den ganzen Berg hoch. Nee. 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 Niemals. Niemals. Die anderen das auch irgendwie versuchen und dann ja, ist kacke. Dann gefährdet immer nur alle. Ja. Ja. Ja, Digga, das würde ich niemals machen. Digga, du siehst niemals. Doch nicht.
Was in der Kurve? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Tür auf einen Motorradfahrer oder Gegenverkehr oder so. Ja. Kannst du weißt nichts du, mehr machen. Oder der Radfahrer oder Fahrradfahrer hier. So. Hier geht das noch jetzt vom Platz. Aber das andere, das war ja, echt. Kannst du ja nicht mal mehr einsehen oder gar nichts. Nee, gar nicht. Das verstehe ich nicht. Aber ganz ehrlich, sollen die machen. Ja. Da bin ich halt voll raus mit so einer Scheiße. Ich auch. Komplett raus. So, guck mal, jetzt hier. Hier, ja. Wenn wir eine Minute später losgefahren sind, würde er in den Autos hängen. Ja. Guck mal, da sind die aus dem Tunnel. Nee. Wie witzig. Das stimmt, das sind die aus dem Tunnel. Ja, sind wir entweder komplett falsch gefahren, dass sie so lange gebraucht haben. Oder sind wir woanders hoch dann, ne? Ja, wie witzig. Und wir ziehen wieder an den vorbei, so. Ja, doch. Jetzt sind wir gleich da. Oder? Bin mir ganz sicher. Oh Gott, ey. Aber eigentlich sollte man Victor nicht trauen. Aber ich bin stolz auf dich, wenn das doch... Doch, wir doch, sind richtig! Natürlich. Ja, ja, ich habe den Weg gefunden nach 6 Jahren ohne Navi, ohne alles. Zwar mit einer Verlängerung, aber ich habe es gefunden. So. Ja, das ist es. Jetzt hoffe ich nur so offen hat. Das wird gleich sehr unangenehm. Dann hier zu uns jetzt schon Parkplatz. Ja. Und dann snacken wir erstmal was Schönes. Dann snacken wir erstmal was Schönes. Rollen wir gleich hier runter? Ja, lass mal Wettrennen machen. Wettrollen? Wettrollen. Und los. Los. Alter. Geil, Duros. So, wer zuerst unten ist, ne? Okay, wer zuerst unten ist. Das ist voll gemein, weil ich kann jetzt Gas geben dabei. Und Nein. Du bist einfach viel schwerer. Juhu. Oh Gott, bist du so schnell. Juhu. Junge. Überholen nur beim Rollen ist halt echt kacke. Ja. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Scheiße. Ah, das letzte leer. Okay. Oh, ja. Ich zieh durch. Ich zieh durch. Scheiße. Na komm. Ach ja, ganz entspannt. Fuck. Oh nein. Oh, fuck. Nein. Komm, bitte nicht anhalten. Ich hab's gleich geschafft. Ich werde mal die Hunde rüber. Ja, ich werde mal die Hunde rüber. Ich roll hier noch. Nein. Ich hab's geschafft. Du bist aber mehr Speed, ey. Scheiße. Ja. Ich bin noch nicht angehalten. Ich bin gleich unten. Ja, okay. Ich hab gewonnen. Du hast gewonnen. Ha. Glückwunsch. Ha. Yes. Yes. Ciao. Digga, was sagt sie? Oh, ich hab... Hä? Sie ruft, ich dachte, sie will was. Hä? Boah, meine Maschine ist... Ja, alles klar. Alles klar. Digga, die ganze Straße blüht da durch, bis da vorne. Junge. So, wir nehmen jetzt hier die Abkürzung. Das dauert mich ein bisschen zu lang hier. Wieso blinken die uns mal an? Weiß ich nicht. Ach, also echt cool in Italien, dass die Leute, die machen alle Platz. Ja, ist so geil. Und wir sehen dich, guck mal, er hier, wie er direkt zur Seite fährt. Damit wir hier durchkommen, ohne Gegenverkehr zu müssen, ey. Das ist sowas cool, von korrekt. Ja. Das würden die in Deutschland niemals machen. Niemals. Im Leben nicht. Das Ding ist ja, wenn jetzt hier ein deutscher Fahrer dabei ist, sieht man sofort. Ja. Auch wenn man das Kennzeichen noch nicht mal mehr gelesen hat. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause, suchen uns noch eine Pizzeria und snacken eine Pizza. Habe ich richtig Hunger drauf. Victor ist auch schon ganz schlecht gelaunt, weil er hungrig ist. Naja, aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Schaut rein!